Jetzt schiebe ich noch ganz kurz für 2 Minuten, wo der Steffen extra gesagt hat, nee, wir müssen weiter. 2 Minuten hat er, weil er sich so eingespielt hat. Emanuel Kurzian, Veranstalter des Hanftags, Vorstand der European Legalization Front, 11. Bitteschön, 2 Minuten hat er, 2 Minuten. Und dann geht's los, weiter. Ja, yeah, 120 Sekunden. Mein Lehrer in der Schule hat schon gesagt, ich bin der Meister des kurzen Wortes. Ich wollte euch mehrere Sachen sagen. Erstens mal, Tibor Harrer hat recht, Hans Cousteau hat recht, die Argumente sind bekannt. Wir brauchen sie nicht zu wiederholen. Gebt das handfrei. Das ist uns hier allen klipp und klar. Aber bitte erinnert euch, am 18. September sind Wahlen. Am 18. September habt ihr wieder mal die Möglichkeit, alle paar Jahre tatsächlich eure Stimme weiterzugeben und euer Vertrauen auszusprechen. Erinnert euch, wie es war vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, 1998, als wir hier auf der Hanfparade waren und als wir uns alle schon gefreut haben, dass Rot-Grün an die Regierung kommt und gleich legalisiert wird. Was ist passiert? Wir haben Andrea Fischer bekommen. Andrea Fischer hängt da hinten am Plakat. Andrea Fischer ist wieder in dieser Stadt unterwegs und man muss eigentlich diese Frau verhindern. Und obwohl es viele gute Grüne gibt, die sich für die Legalisierung aussprechen, kann ich euch nur davor warnen, den Sprüchen auf den Leim zu gehen. Denn am Ende wird wieder Andrea Fischer und Renate Künast das Zepter übernehmen und werden euch wieder ganz genau sagen, wie ihr euch abstinent zu verhalten habt. Die 2 Minuten sind vorbei. Ich lade euch ein, heute Abend auf unsere Party zu kommen im Jahr im Journal von 11. Alle Leute, und das ist ganz, ganz wichtig, ihr braucht ein Losungswort, um reinzukommen. Und das sage ich jetzt nur einmal. Sagt es allen anderen weiter auf dieser Veranstaltung, auf der Hanfparade. Das Losungswort kommt vor 10 Uhr und sagt, mit Künast in den Knast. Und ihr kommt kostenlos auf die Afterparty rein. Mit Künast in den Knast. Ich bedanke mich. Bis heute Abend. Tschüssi und wählt Piratenpartei. Danke. Merci dir. Danke. Und jetzt geht's weiter Richtung Reichstag, auch wenn ich diesen Namen sehr ungern sage. Oder Bundestag, nennen wir es so. In die Scheidemannstraße. Auf unserem Wagen weiter mit Mucke von DJ. Da können wir gar nichts mehr erwarten, quasi. Ne? Okay. Ist das Plan? Ich weiß bloß gerade, dass ich es nicht.